Herzlich willkommen heute Abend zu Zwei Flügel im Stall. Ja, wir beide nennen uns Zwei Flügel. Für alle, die uns noch nicht kennen, der eine Flügel ist das Instrument, der zweite Flügel ist unsichtbar. Wir sagen immer, wie ein Schwung im Herz, vielleicht der Schwung eines Engels. Wenn ich meine Krippenfiguren aufstelle, beginne ich immer mit dem Engel. Wir stehen hier vor dem Schuppen meines Papas. Unter diesem Holzdach steht normalerweise ein Unimog. Mein Papa macht damit Holz oder schleppt Leute ab, die im Schnee liegen geblieben sind. Heute Abend steht hier kein Unimog, sondern, wie gesagt, ein Flügel. Dazu wir beide und jede Menge Kameras. Wir sind hier in deiner Heimat, ja. Bei deinem Elternhaus. Wart ihr früher zu Weihnachten auch hier im Schuppen? Ja, wir haben sogar ein kleines Ritual. Wenn uns am 24. oder in den Weihnachtsfeiertagen die Bude auf den Kopf fällt, dann laufen wir mit Schnapsgläschen, dicker Jacke und Akkordeon hierher, machen den kleinen Ofen an und singen Weihnachtslieder. Zu Weihnachten denken viele daran, wie sie früher als Kind gefeiert haben. Oder machen sich viele Gedanken, wie ihre Kinder das Fest erleben sollen. Es geht ja schließlich auch um ein Kind, um das Kind aller Kinder. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns erlauben, die Welt mit den Augen des Kindes zu sehen. Und jetzt fangen wir an. Es kam Advent 2021 und dies Jahr nicht so hektisch wie gewöhnlich. Da dachte Gott sich, nach der ganzen Zeit besuche ich die Welt nochmal persönlich. Gesagt, getan und alles vorbereitet, von himmlisch gutem Wohl begleitet, kam Gott zur Welt. Es wurde viel davon gesungen, von Leuten, die vor Laptops, auf Sofas oder Bänken saßen. Sie fragten sich, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Und Gott erfreute sich, die reden ja von mir. Gott gönnte sich ein Bier, schlenderte leicht tänzelnd durch die Straßen, pfiff leise vor sich hin das Driving Home for Christmas von Chris Rea. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. Gott fuhr Schlittschuh auf der Eislaufbahn. Er sah sich um, entdeckte vieles, das er mochte. Marzipan, Kinder, Kerzen, Lichterketten, Geschenke, Tannenbäume, Gästebetten und Küchen, in denen gutes Essen kochte. Ja, sogar Engel. Dazu der Duft nach Zimt, so wie zu Hause. Da sehnte Gott sich plötzlich sehr nach einer Pause. Wo soll ich hin? Wo passt es gerade gut? Wo ist mein Platz? Gott lachte. Ach, willkommen ist mein Lieblingssatz. Gott reiste wie gewohnt nach Bethlehem. Die Erinnerungen an die Krippe waren unbequem, aber Gott genoss bei einem Araber Falafel. In Berlin ein Nickerchen in einem Kältebus, aß einen Teller Suppe bei der Tafel und traf hier einige Bekannte. Einer seufzte tief, oh Gott, oh Gott.
Nur, dass der wohl nicht ihn bewusst beim Namen nannte. Jedoch, wer weiß. In Paris spendierte ihm ein junges Fräulein einen Kaffee, diese gute. Dazu zwei Erdbeermakarons bei einem Bäcker. Es war ganz heimlich und unerwartet lecker. Gott war plötzlich weihnachtlich zumute. Er sagte noch, bleib so liebenswürdig, das ist schön, auf Wiedersehen. Gott reiste weiter wie im Traum rund um die Welt. In den Häusern seiner Liebsten wurde gerade zum Lichterfest die Chanukia aufgestellt. Gott hatte kaum gewusst, wie schwer das Weiterreisen manchmal fällt. Er ging in Mailand auf den Friedhof und in Rom in eine Pizzeria und kam dann nach Moria. Hotspot reimte sich auf Gott, das rührte ihn ganz seltsam an. War er etwa hergeschwommen? Asyl, Abschiebung und EU-Türkei-Abkommen, ihm wurde schwindelig. Gott war ganz mitgenommen und musste plötzlich heftig weinen. Wo ist mein Platz? Der alte Lieblingssatz. Hier bin und bleibe ich, bin immer bei den Meinen, auf eurer Suche und bei euren Feiern, immer auf der Reise zu euch allen, flüsterte Gott leise. Vor meiner Tür steht Welcome Home. Ich weiß sicher, was das heißt. Alle warten und sie freuen sich schon, denn ich war viel zu oft verreist. Alle kaufen für die Katz, werden plötzlich religiös. Ich hab noch kein einziges Geschenk und fühl mich trotzdem schön erlöst. Es ist wieder 5 vor Weihnachten. Ich bin nicht froh und nicht gestresst. Es ist alle Jahre wieder so, vor diesem selten schönen Fest. Der 7. Sinn sagt, freu dich mit. Doch ich hab leider kein Gefühl für die weiße, reine Weihnachtszeit. Ja, ich weiß nicht, was ich will. Alle tanzen um den Baum, nicht nur die Kinder sind nervös. Ich hab keinen Engel, keinen Stern und fühl mich trotzdem schön erlöst. Es ist wieder 5 vor Weihnachten, ich bin nicht froh und nicht gestresst. Es ist alle Jahre wieder so, vor diesem selten schönen Fest. Danke, dass du mich verstehst. Den Kloß im Hals, Vermessen und Protest. Die Verlegenheit, warum mir manches fehlt. Willkommen hier in meiner Welt. Du weißt, was mich berührt und mich verletzt. Du bist der schönste Gast bei diesem Fest. Es ist wieder 5 vor Weihnachten, du feierst mit bis ganz zuletzt. Es ist alle Jahre wieder so, du bist mein schönster Gast bei diesem Fest. Ein kleines Gespräch im Advent. Ein junger Mann, Gast am Tisch, ein schöner Schelm, fragte mich, was denken Sie, ist die Weihnachtsgeschichte richtig wahr oder, ich frage zurück, oder was? Nicht um Zeit zu gewinnen, nur um die Frage zu verstehen. Ich meine, sind die Details korrekt? Gibt es da eine Richtigkeit oder, ich nochmal, oder was? Eher, oder darf man das auch bezweifeln? Ach, na sowieso, darf man zweifeln, möglichst gründlich. Was fragwürdig ist, fragwürdig ist, hält Fragen locker aus. Richtig oder was? Für mich ist die Kühnheit hinter der Geschichte einfach so großartig. Diese Unerschrockenheit, die erzählt, dass Gott nah ist, nicht weit weg, für sich, nicht weltfremd und abgehoben in himmlischen Höhen, sondern nah, berührbar. Verwundbar. Gott ist liebbar. Diese Chuzpe, diese dreiste Frechheit,
die ist doch zum Niederknien schön. Und diese kühne Schönheit, die verlangt nach mehr als einem knappen Satz, die verlangt doch nach einer Geschichte, ja nach einer richtig schönen Geschichte. Mit Sternen und Staunen, Engeln, Lumpengesindel, Musik, einer Höhle, Gästen, Geschenken, Windeln mit Pippi, Wind aus Bethlehem, raue Hände, staubige Haare, krumm gewachsene Tannenbäume, dazu Josef, der Fluchthelfer, Maria, die Gottesmutter und ein neugeborenes Baby. Diese Dreistigkeit, den ewigen Gott in einem kleinen, schutzlosen Kind zu entdecken, macht die Geschichte so vollkommen und so unverzichtbar. Wirklich wahr. So schön. Es ist ehrlich gesagt ein bisschen frisch hier. Wir hoffen, ihr und sie habt es zu Hause gemütlich. Willkommen übrigens alle, wie sie sind. Ob ihnen das Christfest heilig ist, ob sie Advent und Weihnachten lieben oder nicht so sehr mögen oder noch gar nicht wissen, wie das wohl dieses Jahr für sie wird. Tja, die C liebt dieses Fest wirklich und zwar alles. Also die Weihnachtsgeschichte, Maria, Sterne, das Kind und das ganze Bohai. Geschenke, Kochen, Backen, Singen, sie liebt alles. Viele Gäste, weiße Tischdecke, Tanne, Deko. Im letzten Jahr waren wir ausgerechnet an Heiligabend in Quarantäne. Eine echt doofe und anstrengende Erfahrung. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich den Trubel doch irgendwie vermisse. Ob Advent und Weihnachten in diesem Jahr Weltjahresbestzeiten werden, das wissen wir noch nicht. Aber wir zwei hoffen, dass es ein paar beste, heilige Momente gibt. Also ich mag es ja sehr, wenn Leute Plätzchen backen. Meine Schwiegermutter zum Beispiel backt jedes Jahr 18 Sorten, sensationell. Und die Nougat-Plätzchen, die mag ich am liebsten. Und ich mag übrigens Glühwein. Und damit wärmen wir uns jetzt ein bisschen auf. Zack. Lechaim. Auf das Leben. Prost. Boah, ist echt Glühwein. Heiß, aber lecker. Ah, lecker. Oh, ein bisschen so, in der Hand halten. Geht jetzt weiter. Da
Das Enkelkind ist zu Besuch bei der Großmutter. Ein hübscher 7-Jähriger mit wachen Augen. Sie sind immer am liebsten zusammen in der Küche. Die Großmutter hat gebacken, gestern erst. Plätzchen für das große Fest. Sie ist eine hübsche 80-Jährige mit wippenden grauen Locken und holt jetzt 3 bunte alte Blechdosen aus dem Regal. Der Junge setzt sich auf den Schoß der Oma. Sie naschen gemeinsam ein paar Kekse. Das sind Schokette, Madeleines und Brätle, erklärt die Oma. Warum sind die denn so lecker? Fragt der Junge. Das machen der Zucker, der Zimt und die Liebe, sagt die Oma. Warum kannst du denn so gut backen? Weil ich weiß, was gut schmeckt, lacht die Oma, und weil meine Großmutter es mir beigebracht hat. Ihr Enkel sieht sie mit großen Augen an und die Großmutter erzählt. Sie kam aus Frankreich. Das kennst du doch aus dem Urlaub. Ja, oui, oui, sagt der Kleine eifrig. Und er will wissen, gab es in Frankreich auch Weihnachten? Aber sicher doch, nickte die Oma. Wie heißt Weihnachten auf Französisch? Noël, mein Liebling. Und warum wohnst du nicht mehr in Frankreich? Fragt der Enkel. Die Familie, wir waren Hugenotten. Sie ist geflohen. Meine Großmutter war Refugee, Flüchtling. Ich weiß, was das bedeutet, nickt der Enkel ernst und fragt, hast du ein Foto von ihr? Da holt die Großmutter ein dickes Album. Sie zeigt ihm alte Bilder und erzählt Geschichten von früher, von Frankreich, von Noël, Madeleines und der Grand-Mère. Beim Abschied sagt sie, du stellst viele Fragen, das gefällt mir, das ist gut. Du hast heute ganz viel Neues gelernt. Und der Kleine nickt ernst und sagt, nur Weihnachten und Flüchtlinge, die gab's schon immer. On earth. Himmel auf Erden. We need it now. Ist, was wir jetzt brauchen. I'm sick of all of this. Hanging around. Ich hab es satt, dieses Warten. Sick of sorrow. Sick of pain. Ich bin sie so leid, die Trauer und den Schmerz. Sick of hearing again and again. That there's gonna be peace on earth. Ich kann es nicht mehr hören, jedes Jahr wieder, dass es ihn geben wird, den Frieden auf Erden. Where I grew up, there weren't many trees. Da, wo ich herkomme, gab es nicht viel Grün. Where there was, we'd tear them down and use them on our enemies. Und wenn es Bäume gab, würden wir Stöcke machen und uns verteidigen. They say that what you mock will surely overtake you, and you become a monster, so the monster will not break you. Sie sagen, was du auslachst, wird dich einholen, und du wirst dann selbst ein Monster, damit das Monster dir nichts antut.
And it's already gone too far. Who said that if you go in hard, you won't get hurt? Wer sagt denn, dass du nicht verletzt wirst, wenn du nur hart bleibst? Jesus, can you take the time? Jesus, kannst du dir etwas Zeit nehmen? To throw a drowning man a line. Und einem Ertrinkenden ein Seil zu werfen. Peace on earth. Friede auf Erden. Tell the ones who hear no sound, whose sons are living in the ground. Peace on earth. Erzähl denen, deren Söhne begraben wurden, vom Frieden auf Erden. No, who's a wise? No one cries like a mother cries for peace on earth. Niemand weint wie eine Mutter um den Frieden weint. She never got to say goodbye to see the color in his eyes. Now he's in the dirt. Sie konnte sich nie verabschieden, noch einmal die Farbe seiner Augen sehen und jetzt ist er begraben. Peace on earth. Friede auf Erden. Jesus, in the song you wrote, the words are sticking in my throat. Peace on earth. Jesus, dieses Lied, das du uns hinterlassen hast, die Worte bleiben mir im Hals stecken. I hear it every Christmas time, but hope and history won't rhyme. Ich höre das jedes Jahr zu Weihnachten, aber Hoffnung und Geschichte reimen sich nicht zusammen. So what's it worth? Also, was ist er dann wert? This peace on dieser Friede auf Erden. Peace on earth. Friede auf Erden. Peace on earth. Peace on earth. Vor einigen Jahren gab es in Gent im Advent eine ganz besondere Krippenausstellung in einer der vielen Kathedralen der Stadt. Ein Plakat hatte mich neugierig gemacht, denn neben der Krippe standen eine Maus und ein Elefant. Ich stehe im Eingang der Kirche, dämmeriges Licht. Direkt hinter der Tür steht eine Giraffe, riesig hoch. Sie kennen diese Steif-Giganten-Großtiere. Über mir hängt ein Wal, das Skelett von einem kolossal dicken Wal. Dabei drei kleine Goldfische. Ich gehe weiter. Ein Nashorn, aus Holz diesmal, ein Kamel, ein Einhorn. Eine Löwin, ein Wolf, manche aus Holz, andere wie Steiftiere oder sogar präpariert. Dann ein stolzer Hirsch und ein Reh. Die Tiere werden kleiner. Weiter vorn am Altar ist es hell. Erst grüßt ein Wildschwein, ein Gorilla, der lustig aussieht, weil er schielt. Da vorne ist die Krippe. Vorbei am Krokodil, bisschen spooky, ein pinkfarbener Flamingo, ein Hummer, eine Schildkröte wie Cassiopeia von Momo. Je näher, desto kleiner. Eine Taube, Meerschweinchen, Maus, Rotkehlchen, eine dicke schwarze Spinne, die Krippe. Ein Baby im Stroh, in Windeln gewickelt, beschützt von einem kleinen Lamm, einem Esel und dem Elefanten. Weihnachten meint die ganze Schöpfung. Jedes Lebewesen ist beteiligt. Friede auf Erden, für alle Menschen und mit der Natur. Friede für unser Zusammenleben mit allem, was atmet. Und diese nächste Geschichte erzählte mir die alte Anna. Ich war immer die Regisseurin. Seit mehr als 30 Jahren jetzt. Später bei der Aufführung am Heiligabend war sie die Souffleuse für die Kinder, die ihren Text vergaßen. Meistens, weil sie aufgeregt waren. Text, den ich zum größten Teil selber verfasst hatte. Ich nähte auch einige der Kostüme und rief alle zu den Proben zusammen. Es begann immer mit der Rollenverteilung. Casting, sagen die Kinder dazu. Anna hatte bestimmte Vorstellungen, aber sie richtete sich immer auch nach den Wünschen der Kinder. In diesem Jahr allerdings kam sie an ihre Grenzen.
Es begann damit, dass der dünnste von allen, Louis, unbedingt den Wirt spielen wollte. Ein schlanker Wirt, das passte doch überhaupt nicht. Anna fragte vorsichtig nach, aber weder wollte der kleine runde Elias den Wirt spielen, noch Johann mit den dicken roten Wangen. Louis aber wollte unbedingt. Und so war es beschlossen. Sie würden ihm ein Kissen unter die Schürze stopfen, dann würde es schon gehen. Anna erzählt, ich hatte nicht bemerkt, dass der Pfarrer zu uns in die Kirche gekommen war, wie lange er wohl schon da gestanden hatte. Er nickte mir zu, freundlich, aber knapp. Wir hatten in den letzten Jahren immer wieder unsere Meinungsverschiedenheiten. Wie schön, dass es auch diesmal wieder ein Krippenspiel geben wird, sagt er laut in die Runde. Vielen Dank, Kinder. Dann streichelte er dem dünnen Louis über den Kopf und meinte, der Wirt ist eine wichtige, aber ja keine biblische Figur. Es ist uns also auch nicht überliefert, wie er aussah. Vielsagend blickt er in Annas Richtung, dieser Besserwisser. Anna klatschte in die Hände. Weiter! Wir müssen noch mehr Rollen verteilen. Hat noch jemand einen Wunsch? Sie betonte das Wort Wunsch und lächelte den Pfarrer an. Henry wollte den Josef spielen. Ach, wie schade, dachte Anna. Der Mann neben Maria war eine Figur mit nur ganz, ganz wenig Text. Er legte den Arm um seine Frau, hielt in einer Szene das Baby und sprach einen kurzen Dialog mit dem Wirt. Zwei, drei Sätze, nicht mehr. Daher zögerte sie wieder. Henry war ein guter Schüler und könnte sicher mit Leichtigkeit so viel mehr Text auswendig lernen. Aber nun, Henry war zuverlässig. Was für eine Katastrophe es wäre, zu Weihnachten ohne Josef dazustehen. Also gab sie seinem Wunsch nach. Als nächstes suchte sie einen Engel. Jasmin mit ihren langen blonden Haaren wäre eine Idealbesetzung. Aber die schüttelte nur ihren hübschen Kopf. Engel, passt nicht zu mir. Ich wusste, wie dickköpfig sie war und versuchte gar nicht erst, sie zu überreden. Ida wäre auch sehr geeignet. Ihre Locken waren zwar nicht blond, aber wenn sie ihre Zöpfe löste, sahen sie malerisch aus. Sie würde auch eine schöne Maria abgeben. Aber auch sie wollte nicht. Da meldete sich Hassan. So schüchtern, dass sie ihn fast übersehen hätte. Hassan hatte Haut wie Oliven, einen kurzgeschorenen Kopf mit ein paar schwarzen Stoppeln. Erster Bartflaum war über seiner Oberlippe zu sehen. Was für ein Engel war das? Als käme er direkt aus Bethlehem. Anna musste über sich selbst lachen. Einverstanden nickte sie ihm zu und erstrahlte sie an. Der Text vom Engel ist so super, sagte Hassan leise. Da wusste Anna, dass er es großartig machen würde. Aber du musst ihn laut sprechen, ja? Sagte sie mit gespielter Strenge. Ja, versprochen, sagte er. Und leise, danke, ich wollte immer schon der Engel sein. Die jüngsten Kinder würden Schafe spielen. Einige Jungen sagten, sie wären gerne Hirten. Und ich spiele wieder eine Hirtin, sagte Alina. Anna bekam eine Gänsehaut bei der Erinnerung an die Diskussion, die sie vor 2 Jahren mit Alinas Mutter gehabt hatte. Die hatte darauf bestanden, dass es neben den Hirten auch Hirtinnen gab in der Heiligen Nacht und dass diese Figuren daher auch in ihrem Krippenspiel vorkommen müssten. Ich hatte damals mich erst geweigert. Die Vorstellung war einfach neu für mich. Aber schon bald mochte ich die Idee. Ich hatte auch schnell ein paar Texte für die Hirtinnen geschrieben. Viele der Mädchen mochten diese Rolle und lernten eifrig. Und ich war ehrlich auch froh, sie nicht länger in Jungenkostüme stecken zu müssen. Die Gruppe der Hirtinnen, die sieht aus wie Ronja Räubertochter und ihre Bande. Jasmin, Alina, Ida und ihre Bande. Sie staunen über die Sterne, hören dem Engel gespannt zu, bringen Körbe mit Essen in den Stall, bewundern das Baby und machen Maria Mut. Ja, sie haben das Krippenspiel wirklich bereichert. Das will ich trotz anfänglicher Vorsicht gerne zugeben. Maria. Die wichtigste Rolle war noch unbesetzt. Anna guckte nochmal Jasmin an. Möchtest du vielleicht in diesem Jahr die Maria spielen? Sie nickte ihr aufmunternd zu. Aber Jasmin gab ihr zum 2. Mal einen Korb. Kein Engel. Keine Maria. Ich bin wirklich lieber eine Hirtin, sagte sie. Anna sah ein Mädchen nach dem anderen an. Groß waren sie geworden. Jasmin, Alina, Helene, Emma, Franzi. Wer würde Maria spielen? Wer könnte? Wer wäre dieser Rolle gewachsen? Helene überraschte sie alle. Ich spiele sie, sagte sie. Anna war dankbar. Helene hatte ein feines Gesicht, eine schöne Ausstrahlung. Aber nicht alleine. Ich dachte erst, ich hätte mich verhört. Wie bitte? Fragte ich nach. Ich spiele sie, aber nicht alleine, wiederholte Helene. Aber wie meinst du das denn? Wollte ich wissen. Ich spiele sie, aber nur mit einer Freundin. Aber Maria hatte keine Freundin. Woher wollen Sie das denn wissen? Fragte Alina. Der Wirt kommt auch nicht in der Bibel vor und darf schließlich auch mitspielen. Ich sprach ein kurzes Gebet, still für mich. Die Liebe kam zur Welt.
Was, wenn Gott die Regisseurin wäre? Ich gewann meine Fassung zurück und auch die Freude war wieder da. Also, sagte Anna, wer möchte die Freundin von Maria sein? Ich, riefen Berenike und Lotta gleichzeitig. Alle lachten. Gut, entschied Anna. Maria hat zwei Freundinnen. Schmunzelnd schüttelte sie den Kopf. Ich könnte ja vielleicht eine Hebamme sein, meinte Berenike. Und ich eine Nachbarin, sagte Lotta. Diese Mädchen haben wirklich eine blühende Fantasie. Da stand Hassan, der Engel, auf und meinte, ich finde das ist doch eine sehr schöne Idee, dass Maria nicht so allein ist. Ich könnte ja vielleicht auch der Freund von Josef sein. Aber jetzt reicht es, Anna. Nein, du bist der Engel. Das ist auch eine Art Freund und das muss reichen. Zu ihrer Verwunderung widersprach diesmal niemand. Vielleicht mochten sie auch einfach Hassan schon zu sehr als ihren Engel. Wer fehlt uns noch? Ach, natürlich, die heiligen drei Könige, sagte Anna jetzt. Wir sind die drei Könige, posaunte Tom heraus. Er war gerade in diesem Sommer in die Schule gekommen, sehr jung für einen Waisen. Neben ihm standen Felix und die kleine Mia. Sie hatten sich untergehakt und guckten ihre Regisseurin selig an. Mia sagte stolz, ich ziehe mein Glitzerkleid an. Das passt super gut zu einer Sternkundigerin. Sie strahlte. Felix nuschelte, ich habe aber leider kein Kamel, aber ich habe ein Pony. Ein Pony geht aber sicher auch. Und Tom erzählte, ich habe ein Einhorn. Das wollte, glaube ich, sowieso schon immer bei einem Krippenspiel mitmachen, okay? Er lachte uns alle an, die Kinder nickten. Ja, ein Einhorn, brauchen wir unbedingt, sagte Berenike. Ein Einhorn sollte nicht fehlen, meinte auch Hassan. Ein Krippenspiel ohne Einhorn wäre überhaupt uncool, meinte Toms großer Bruder Max. Was hatten sie denn nur alle? Tom guckte Anna mit seinen großen Augen an. Die verstand zwar nicht ganz, was die Kinder meinten, war aber auch diesmal einverstanden. Ein Einhorn? Ja, warum nicht? Und hatte sich damals ein weiteres Mal selbst überrascht. Ja, überraschend würde es in diesem Jahr werden. Aber das passte doch richtig gut zu Weihnachten. Anna gab den nächsten Probentermin bekannt und freute sich jetzt auf das Bild, das sie der Gemeinde am Heiligabend bieten würden. Mit Maria und ihren Freundinnen, einem glücklichen Engel, einer Bande Hirtinnen, einem Einhorn und einer Regisseurin, die zwar eigentlich überhaupt keine Veränderungen mochte, aber Weihnachten so sehr liebte.
es gibt zwei Rollen, die sind immer schwer zu besetzen. Die beiden Tiere. Wer will schon ein Rindvieh sein oder ein Esel? Von ihnen singt ein altes französisches Weihnachtslied. Der Schlaf des Jesuskindes. Le sommeil de l'enfant Jésus. Es singt, in den Armen Mariens schläft, schläft, schläft die Frucht des Lebens. Umgeben von tausend göttlichen Engeln, zwischen Rosen und Lilien, entre le bœuf et l'engris, zwischen Ochs und grauem Esel. Entre le bœuf et l'âne gris, dort, dort, dans le petit fils, mille anges de vin, mille séraphins, volant à l'entour de ce lieu d'amour. Entre le bœuf et l'âne gris, dort, dort, dans le petit fils, mille anges de vin, mille séraphins, volant à l'entour de ce lieu d'amour. Entre le bœuf et l'âne gris, dort, dort, dans le petit fils, mille anges de vin, mille séraphins, volant à l'entour de ce lieu d'amour. Entre le bœuf et l'âne gris, dort, dort, dans le petit fils, mille anges de vin, mille séraphins, volant à l'entour de ce lieu d'amour. Entre le bœuf et l'âne gris, dort, dort, dans le petit fils, mille anges de vin, mille séraphins, volant à l'entour de ce lieu d'amour. Hast du jetzt gerade vierstimmig gesungen? Es klingt fantastisch. Erklär uns kurz, wie du das machst. Naja, das ist ein Loop-Player, der nimmt Sachen auf, die ich ihm beibringe und spielt sie dann im Kreis von alleine ab. Und ich habe das mit diesem kleinen französischen vierstimmigen Satz versucht, Sopran, Alt, Tenor, Bass mit, naja, Kopfstimme und so tief ich komme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Französisch und vierstimmig, du bist großartig. Josef, lieber Josef mein. Josef, Bräutigam der Gottesmutter. Hilf mir wiegen mein Kindelein. Zimmermann, Architekt, Häuslebauer. Gott, der wird dein Lohner sein. Schutzpatron der Handwerker, insbesondere der Zimmerleute und Schreiner. Im Himmelreich der Jungfrau Sohn Maria. Als Stiefvater stiefmütterlich behandelt. Gerne, liebe Maria mein, helf ich dir wiegen das Kindelein. Der Heilige aller Randfiguren. Gott, der wird mein Lohner sein. Vorbild moderner Männer, verschwiegen und ausgesprochen treu. Im Himmelreich der Jungfrau Sohn Maria. Schutzpatron aller Patchwork-Familien, aller Männer, die im Schatten ihrer Frau stehen, der zuverlässigen, aufmerksamen Träumer und Fluchthelfer. Stern Scheinberg mochte ihren Namen, weil er einfach so gut zu ihr passte. Hinda, hebräisch das Reh. Oma nannte sie kosig mein Bambile. Als Mädchen hatte sie gedacht, es wäre wohl passend, einen Hirsch oder einen Herschel zu heiraten. Aber es wurde ein Scheinberg, ein schöner Berg. Und dazu ein Stern. Der war komplizierter. Der Name ihres Vaters und vieler jüdischer Familien blieb immer eine Erinnerung an den gelben Stern
das Zeichen der Verhöhnung, Zwangskennzeichen im Naziregime, erzählte von Angst, Ausgrenzung, Deportation, Vernichtung Shoah. Der Stern war Teil ihrer dunklen Geschichte, die ein Auftrag war, gegen Hass und für Toleranz zu leben. Sie war nicht Hinda Scheinberg, sondern Hinda Stern Scheinberg. Hinda suchte ihre drei Namen auf Ahnenlisten, Schindlers Liste, auf Passagierlisten nach New York. In ihrer neuen Heimat mochte sie Walt Disney-Filme, Cinderella, Das Dschungelbuch und Bambi. Sie liebte die Wolkenkratzer in New York und die schönen Berge Kaliforniens. Nur Stern blieb ein Wort für 6 Millionen Abschiede. Wurde keine Sonne, kein Star, nicht Himmelskörper, auch die weißen Sterne auf der Flagge waren nicht ihre. Und die Idee, dass die Konstellation der Sterne das Schicksal beeinflusste, war ihr vollkommen fremd. Mit Sternzeichen war sie fertig. An Jahrestagen versank sie in düsteren Gedanken. Am 9. November 1965 war es besonders dunkel. Und dann gab es einen Stromausfall, einen historischen. 30 Millionen Menschen waren 12 Stunden lang ohne Energieversorgung. Das Stromnetz war schlicht überlastet. New York war finster. Hinda zündete Kerzen an. Und als es immer später und dunkler wurde, stand sie irgendwann auf ihrem Balkon und über ihr leuchtete der Himmel. Und sie entdeckte, für Sterne ist die Dunkelheit die Gelegenheit zu leuchten. Sie dachte an die vielen, die beteten, bei flackerndem Licht, und sie wusste, diese Verwandten sind meine Sterne. Danke für alle Sterne, die sich nicht von Herausforderungen überwältigen lassen, die keine Angst vor der Nacht haben. Danke für jeden Stern, der das Dunkel inspiriert, für alle Sterne, die mir die Angst nehmen. Praise God, all stars of light. Halluhu, Kolkokebei Or, lobt Gott alle Sterne des Lichts. Es heißt, dass Weihnachtskinder noch im Winter Blumen pflücken. Und Kinder meint, dass Wunder meistens jung sind, überraschen und entzücken. Und Winter meint, dass wir um harte, kalte Zeiten wissen, mit Abschied und Vermissen und so schrecklich vielen Lücken. Und Weihnacht meint, dass wir die Liebe wieder in die Mitte rücken, erwachsen wie wir sind, aus freien Stücken. Und Blumen meint, dass wir dem Frieden trauen und für alle hoffen, das Glücklichsein wird eines Tages glücken. Und daher heißt es also dann, dass Weihnachtskinder noch im Winter Blumen pflücken. Ich sehe ein strahlendes Gesicht, in seinen Augen großes Licht, ein Kind aus Liebe gemacht, ein Schatz vom Himmel bedacht. Funkel, neues Leichtgewicht, kleiner Mensch wie du und ich. Lieb, Liebling,
Lieblingskind. Treu, treu, träume Kind, fürstlich Friedenskind. Sag mir, wo die Blumen sind. Eifersucht. Ich seh ein Baby auf der Flucht, unterwegs zur Welt gebracht, es wiederholt sich hundertfach. Du kommst von sehr weit her zurück, zum Geburtstag dir viel Glück. Flucht, Flucht, Flüchtlingskind, Win, Win, Windelkind. Lieb, lieb, Lieblingskind, sag mir, wo die Blumen sind. Ich höre ein neues Friedenslied im besetzten Kriegsgebiet. Die Sehnsucht zieht mich zu dir hin, dein Zutrauen lässt mich niederknien. Goldig, schmucker, süßer Schatz, ich hoffe sehr, du findest Platz. Sag mir, wo die Sterne sind, sag mir, wo sind sie geblieben. Sag mir, wo der Friede bleibt, wo die Engel sind. Lieblingskind, mein Lieblingskind. Lieb, lieb, Lieblingskind, treu, treu, träume Kind, fürstlich Friedenskind, sag mir, wo die Blumen sind. Wie die Jungfrau zum Kinde, sagt der Volksmund, wenn jemand ungeheures Glück gehabt hat, unverdient etwas erlebt, meistens positiv interessanterweise. Ob Maria dazu gestimmt hätte, ist eine andere Frage. Und ich denke, na, das haben wir doch alle schon erlebt, dass wir überrascht wurden, überwältigt vom Glück. Wir sind schon alle mit Leben beschenkt worden, das wir uns nicht selber verdanken. Wir alle sind Gäste an einem Tisch, den wir nicht gedeckt haben. Und deshalb steht es uns reichen, aufgeklärten Erwachsenen gut an, wenn wir den Gedanken des empfangenen Geschenkes nicht belächeln. Beschenkt von Geburt an, ohne Mühe, Cornflakes, Brötchen, Nutella und Schule. Einfach so, wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe nicht dafür gekämpft, nichts bezahlt. 13 Jahre Schule, dazu noch ein Studium. Ich musste nicht arbeiten gehen mit 6 Jahren in einem Feld mit Pestiziden, damit man mir Rechnen, Schreiben und Lesen beibringt. 76 Jahre Frieden in Europa, auch wenn ich selber manchen Streit angefangen habe, auch als Kind. Ich bin im Frieden groß geworden, obwohl aktuell fast 50 Kriege in dieser Welt toben. Ich hatte immer ein Zuhause, ein eigenes Bett. Aber es sind weltweit über 80 Millionen Menschen auf der Flucht, so viele wie nie zuvor. Was kann ich dafür, dass ich nicht im Irak geboren wurde oder in einem palästinensischen Autonomiegebiet, im Sudan, in Syrien und also keine Angst haben musste, auf eine Mine zu treten, die mir mein Bein wegreißen würde oder meine Mama? Wie die Jungfrau zum Kinde, jung und unbedarft, unschuldig, ohne Zutun, bin ich zu einer Kindheit gekommen, die einfach nur einfach war. Ja, und was kann ich dafür, dass ich nicht in Saudi-Arabien aufgewachsen bin und also zum Beispiel der Streit um Klamotten und was Jungfrauen in der Pubertät anziehen dürfen, sich auf Nietenjeans beschränkte. Immerhin keine Burka, Zöpfe einfach abgeschnitten irgendwann. Oder dass ich in einem Land aufgewachsen bin, in dem Martin Luther die Bibel in meine Muttersprache übersetzte und es eine ganze Reihe Menschen gab, mit denen den charmanten Jesus von Nazareth lieb machten. Dazu die Idee, dass er von einer Frau mit Namen Maria geboren wurde. Wäre ich in Saudi-Arabien aufgewachsen, wäre ich Muslimin, aller Wahrscheinlichkeit nach. Ich bin also auch zu meinem Glauben an die Jungfrau Maria und ihr Kind ganz so gekommen wie eine Jungfrau zum Kinde. So vieles ist Geschenk in meinem Leben, so vieles habe ich ohne Dazutun einfach bekommen, dass ich es als frech empfinde zu behaupten, sowas gibt es nicht. Selbst manches, was ich mir erarbeitet habe, durch Fleiß und Lernen und extra Ausdauer, ist am Ende doch mindestens ein Gemisch aus meiner eigenen Mühe, einer Portion Glück
Bewahrung, Beziehungen und jenem Geist, den ich mir nicht erklären kann, nur mit mir selbst. Jungfrauengeburt, ich liebe diese Idee und möchte also eine Einladung aussprechen. Der Glaube an die Möglichkeit der Jungfrauengeburt ist ein Vertrauen in einen Gott, der beschenkt, zum Staunen bringt, überrascht. Ein Ja zu der heiligen Idee, wir verdanken uns nicht allein uns selbst. Es ist eine bescheidene Anerkennung, ein Trost auch. Wir schaffen uns nicht allein. Die schönsten Lieder schriebe über dich und deine Liebe. Wenn ich prophetisch reden könnte über das Ende dieser Erde. Deine Geheimnisse entdecken und sie zu entziffern wüsste. Und hätte keine Liebe in mir, es wäre alles sinnlos und leer. Denn alles, was ich bin, bin ich durch dich. Ich atme ein und aus, ich atme dich. In allem, was ich fühle, spüre ich dich. Ich kann nicht ohne dich. Ich kann nicht ohne dich. Wenn ich wie deine Engel reden, Zeichen und Wunder tun könnte, dass mir eine Theke dieser Welt verhindern oder zu deuten wüsste. Wenn ich die Kohle dieser Welt auf eine Karte setzen müsste und hätte keine Liebe in mir, es wäre alles sinnlos und leer. Denn alles, was ich bin, bin ich durch dich. Ich atme ein und aus, ich atme dich. In allem, was ich fühle, spür ich dich. Ich kann nicht ohne dich. Ich liebe dich. Ja, wir verdanken uns nicht allein uns selbst. Dieses Lied zum Beispiel verdanken wir dem wunderbaren Joe Falk. Und wir danken Ihnen und euch. Ihr habt euch einladen lassen in diesen Stallschuppen zu unserer Weltjahresbestzeit. Danke, dass ihr dabei wart. Diese Zeit, diese Pandemie ist auch für uns als Künstler echt herausfordernd. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, hätten wir ein paar Ideen. Ihr könnt ein Ticket für diesen Abend kaufen. Den Preis für das Ticket könnt ihr in unserem Webshop selbst festlegen. Wenn ihr noch auf der Suche seid nach Weihnachtsgeschenken, dieses Programm Weltjahresbestzeit 2 gibt es auch als CD, die Musik und die Sprache und ganz schön produziert. Unsere CDs gibt es auch bei Spotify und Apple Music und anderen Anbietern zum Streamen. Für uns ist es fair und schön, wenn ihr die CD trotzdem kauft und dann gerne streamt. Und wir haben auch noch eine ganz besondere Geschenkidee. Ja, am 25. April im nächsten Jahr feiert unser neues Programm Gold
20er Premiere. In der Lichtburg, Deutschlands größtem und, wie wir finden, schönstem Kino. Wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr jetzt Karten kaufen. Nun, mögen wir alle wahre Weise sein und erkennen, Weihnachten ist, wenn die besten Geschenke nicht unterm Baum liegen, sondern mit am Tisch sitzen. Und jetzt Friede auf Erden. Mit Abstand und Anstand und himmlischem Beistand. Schnee oder Sonne, nur dass es nicht nur regnet. Und wir so feiern, dass das Fest uns segnet. Schokett, Madeleines und Brätle und Vanillekipferl oder einfach Ausstechkekse. Na, jedenfalls ein gutes Plätzchen für uns alle. Vom RKI bald möglichst kleine Zahlen. Sterne, die in jedes Dunkel strahlen. Maus, Elefant, ein Einhorn an der Krippe oder was die Fantasie sich wünscht. Winterblumen, ein Josef, lieber Josef, eine Mutter und ein Kind und dass wir diesmal ganz besonders liebenswürdig sind. Hirtinnen, die uns behüten im Gedrängel, Gedichte und Geschenke, unbedingt auch Engel, Flügel, ja, am besten zwei. Virus, Schwindel, narrenfrei, Vertrauen in die große Liebe, flüstern mit Gott, erinnern, träumen, Schwung im Herz, trotz Kraft und Wunder, dass der Funke überspringt. Und wir dem Zauber Gottes glauben, der uns den Frieden näher bringt. Schön, wenn dann noch einer Do You Believe in Magic singt. Adieu und Namaste. Ja, Ben singt gleich noch Magic. Lasst uns an Wunder glauben, an zauberhafte Geheimnisse, ans Kuriose, an Eigenart und Ungewohnheit, Überraschung, Magic. Anything could happen. The stars look different tonight. They glowing all around me. They flowing through my body. I can feel it. I can feel it. Don't know if I'm awake or dreaming. There must be something in the air. The time is disappearing. The moment's never leaving. I can feel it. I can feel it. You've got me started, and nothing on earth can stop it. It's crazy, I'm falling, I don't know what else to call it. But do you believe in magic? Do you, do you, do you, do you believe in magic? Dancing together, ain't nothing that could be better. Tomorrow don't matter, we'll make the night last forever. But do you believe in magic? Do you, do you, do you, do you believe in magic? Nothing on earth can stop it. It's crazy, I'm falling, I don't know what else to call it. But do you believe in magic? Do you, do you, do you, do you believe in magic? Einen schönen Advent noch. Und dann frohe Weihnachten. Adieu. Danke und ciao. Thank you.
joy of all desiring. Holy wisdom, love most bright. Drawn by thee, our souls aspiring, soar to uncreated light. There's his beauty's fairest pleasure. There's his wisdom's holy treasure. Thou dost ever lead thine own in the love of joys unknown. Ich sehe ein strahlendes Gesicht, in seinen Augen großes Licht, ein Kind aus Liebe gemacht, ein Schatz vom Himmel bedacht. Funkelneues Leichtgewicht, kleiner Mensch wie du und ich. Lieblingskind. Treu, Träume, Kind, für
östlich Friedens geht. Sag mir, wo die Blumen sind. Macht und ihre Eifersucht, ich seh ein Baby auf der Flucht, unterwegs zur Welt gebracht, es wiederholt sich hundertfach. Du kommst von sehr weit her zurück, zum Geburtstag, wie viel Glück. Flucht, Flucht, Flüchtlingskind, Wind, Wind, Windelkind, Lieblingskind, sag mir, wo die Blumen sind. Ich höre ein neues Friedenslied im besetzten Kriegsgebiet. Die Sehnsucht zieht mich zu dir hin, dein Zutrauen lässt mich niederknien. Goldig schmucker, süßer Schatz, ich hoffe sehr, du findest Platz. Sag mir, wo die Sterne sind, sag mir, wo sind sie geblieben. Sag mir, wo der Friede bleibt, wo die Engel sind. Lieblingskind, mein Lieblingskind. Lieblingskind, treu, treu, Träumekind, fürstlich Friedenskind, sag mir, wo die Blumen sind. Thank you.
Vor meiner Tür steht Welcome Home. Ich weiß sicher, was das heißt. Alle warten und sie freuen sich schon, denn ich war viel zu oft verreist. Alle kaufen für die Katz, werden plötzlich religiös. Ich hab noch kein einziges Geschenk und fühl mich trotzdem schön erlöst. Es ist wieder 5 vor Weihnachten, ich bin nicht froh und nicht gestresst. Es ist alle Jahre wieder so, vor diesem selben schönen Fest. Der siebte Sinn sagt freudig mit, ich hab leider kein Gefühl für die weiße, reine Weihnachtszeit. Ja, ich weiß nicht, was ich will. Alle tanzen um den Baum, nicht nur die Kinder sind nervös. Ich hab keinen Engel, keinen Stern und fühl mich trotzdem schön erlöst. Es ist wieder 5 vor Weihnachten, ich bin nicht froh und nicht gestresst. Es ist alle Jahre wieder so, vor diesem selten schönen Fest. Danke, dass du mich verstehst. Den Kloß im Hals vermissen und Protest. Die Verlegenheit, warum mir manches fehlt. Willkommen hier in meiner Welt. Du weißt, was mich berührt und mich verlässt. Du bist der schönste Gast bei diesem Fest. Es ist wieder 5 vor Weihnachten, du feierst mit bis ganz zuletzt. Es ist alle Jahre wieder so, du bist mein schönster Gast bei diesem Fest. Thank you.
come. They told me, pa-rum-pum-pum-pum. A newborn king to see, pa-rum-pum-pum-pum. Our finest gift we bring, pa-rum-pum-pum-pum. To lay before the king, pa-rum-pum-pum-pum. Rum-pum-pum-pum, rum-pum-pum-pum. So, to honor him, pa-rum-pum-pum-pum. When we come, when we come. Little baby, pa-rum-pum-pum-pum. I am a poor boy too, pa-rum-pum-pum-pum. I have no gift to bring, pa-rum-pum-pum-pum. That's fit to give the king, pa-rum-pum-pum-pum. Rum-pum-pum-pum, rum-pum-pum-pum. Share, I play for you, pa-rum-pum-pum-pum. On my drum, on my drum. Merry night, pa-rum-pum-pum-pum. The ox and lamb kept time, pa-rum-pum-pum-pum. I played my drum for him, pa-rum-pum-pum-pum. I played my best for him, pa-rum-pum-pum. Rum-pum-pum-pum, rum-pum-pum-pum. Then he smiled at me, pa-rum-pum-pum-pum. Me and my drum, me and my drum.
on earth. Himmel auf Erden. We need it now. Ist, was wir jetzt brauchen. I'm sick of all of this. Hanging around. Ich hab es satt, dieses Warten. Sick of sorrow. Sick of pain. Ich bin sie so leid, die Trauer und den Schmerz. Sick of hearing again and again that there's gonna be peace on earth. Ich kann es nicht mehr hören, jedes Jahr wieder, dass es ihn geben wird, den Frieden auf Erden. Where I grew up, there weren't many trees. Da, wo ich herkomme, gab es nicht viel Grün. Where there was, we'd tear them down and use them on our enemies. Und wenn es Bäume gab, würden wir Stöcke machen, um uns zu verteidigen. They say that what you mock will surely overtake you and you become a monster. So the monster will not break you. Sie sagen, was du auslachst, wird dich einholen. Und du wirst dann selbst ein Monster, damit das Monster dir nichts antut. And it's already gone too far. Who said that if you go in hard, you won't get hurt? Wer sagt denn, dass du nicht verletzt wirst, wenn du nur hart bleibst? Jesus, can you take the time? Jesus, kannst du dir etwas Zeit nehmen? To throw a drowning man a line. Und einem Ertrinkenden ein Seil zu werfen. Peace on earth. Friede auf Erden. Tell the ones who hear no sound, whose sons are living in the ground. Peace on earth. Erzähl denen, deren Söhne begraben wurden, vom Frieden auf Erden. No who's so wise, no one cries like a mother cries for peace on earth. Niemand weint wie eine Mutter um den Frieden weint. She never got to say goodbye to see the color in his eyes. Now he's in the dirt. Sie konnte sich nie verabschieden, noch einmal die Farbe seiner Augen sehen. Jetzt ist er begraben. Peace on earth. Friede auf Erden. Jesus, in the song you wrote, your words are sticking in my throat. Peace on earth. Jesus, dieses Lied, das du uns hinterlassen hast, die Worte bleiben mir im Hals stecken. Friede auf Erden. I hear it every Christmas time, but hope and history won't rhyme. Ich höre das jedes Jahr zu Weihnachten, aber Hoffnung und Geschichte reimen sich nicht zusammen. So what's it worth? Also, was ist er dann wert? This peace on earth. Dieser Friede auf Erden. Peace on earth. Friede auf Erden. Peace on earth.